Richtung. Ein amerikanischer, sogar Jet aus amerikanischer Fertigung wird angetrieben von einer Frank-Turbine. Also eine Frank aus dem schönen Bayerwald. Ein ja, früher Mann der Turbine. Eine Leistung von 25 Kilo und er hat so eine derweil, ja, Thomas, du hast den Zettel vorne liegen. Ja, wir haben jetzt gerade den Start von der Super Conny gesehen, vom Sigi. Der Sigi kommt aus Drein und die Super Conny wird angetrieben von 4 Methanola Laser, 4-Takt-Motoren. Und wenn man da hochschaut, dann meint man, man ist in die Zeit zurückversetzt. Ein wunderschönes Flugbild mit 24 Kilo. Das Modell ist aus tollen GFK, aus der kompletten Eigenleistung. Man hat alles selber gebaut und alles gemacht. Und wenn man jetzt da Richtung Westen schaut, es ist einfach traumhaft, wenn man sowas sieht. Denkt dran, die Bäume sind näher als man denkt. Bleibt immer drüber, jawohl. Und nicht so weit nach Süden, bitte. Ein geniales Flugzeug. Das ist ja, da stellen sich mir die Haare auf, da kriege ich ja Gänsehaut, wenn man sowas hört, sowas vorbeifliegt. Ja, man kann, wenn man an das Flugzeug oder Bekanntfahrt kommt, sorgt sich keine Super Conny, die Super Conny war jetzt verlängerte Ausführung. Eine normale Conny steht im Besucherbad und der Flughafen. Kann man sich das Flugzeug anschauen und es ist sehr schade, aber die Schweizer, in der Schweiz ist eine geflogen, gesponsert von der Firma Breitling, die schon öfters ihr Zeltweg auf dem Airshow war. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das bei mir gelesen habe, ob das Flugzeug nochmal in die Luft kommt. Sie hat aber technische Probleme in den Tragflächen, sie hat Rost, Kinderwellen, Spanten, Rollen und ja, ich weiß gar nicht, das kostet ein paar Menschen. Ich muss mir wünschen, dass der Sponsor gefunden wird, der sich da beteiligt, aber naja, momentan steht es in den Sternen. Ja, der Sigi ist eigentlich ein gern gesehener Gast bei uns am Platz, ist eigentlich immer, wenn wir hier was haben, sei es ein Großmodellflugtag, wo man das Modell hier unser Programm noch mal ganz kurz für die Kinder ansagen. Also alle Kinder, das heißt alle so unter 14 Jahre, Ohren aufmachen, geht zu Oma, Tante, Onkel, lasst euch die Ohren putzen. Wir haben heute noch Bonbonflieger. Von der Super Conny im Cockpit
hat der manntragende Pilot anzeigen, wenn drei grüne Lichter brennen, dann weiß er, dass sein Fahrwerk ausgefahren ist und verriegelt. Der Sigi weiß erst, ob sein Fahrwerk verriegelt ist, wenn er gelandet ist, und das sehen wir dann an seinem Gesicht. So, der nächste in der Reihenfolge wäre dann die Nummer 18. Die wir bereit machen. Das steht da vorne, glaube ich, schon. Ja, der Sigi kommt zur Landung, man sieht, das Fahrwerk ist draußen, Landungsmenge, das sind 8,93. Also das ist ein bisschen wunderbar. Geil. Schön, wunderbar. Sigi, congratulations to your model. Ja, vielen Dank, Sigi. Der Sigi ist auch jedes Mal, wenn wir irgendeinen Flugtag, irgendeine Veranstaltung haben, ist der Sigi auch da. Es ist immer schön, die Super Conny zu sehen, fliegen zu sehen. Ein einfaches, geniales Bild. Ja, und wie gesagt, er hat alle Formen selbst gemacht. Ich habe früher mit ihm, mich kurz unterhalten, 5 Jahre. 5 Jahre seines Lebens. Sinnlos im Keller von Anne. Und sollte einer von Ihnen auf die Idee kommen, zu fragen, was sowas kostet, ich sage euch nur eins, wir werden das nicht öffentlich das Mikrofon sagen, dass so ein Modell so teuer ist, weil der eine oder andere hat seine Ehefrau mitgebracht und wir wollen jetzt kein Ehekrieg anfangen, was da für Werte in den Keller stehen. Ja, also das machen wir nicht. Wenn einer Interesse hat, bei Frauen kaufen, ja, und ich habe vorhin schon mal gesagt, dass wir dort haben die Männer mal nicht mehr sind und die Frauen verkauft, die Flugzeuge sind gerade, dass da hochgesagt hat, dann hat der Käufer.